Freunde, was geht? Herzlich willkommen im Jahr 2018. Da das Jahr 2018 gerade begonnen hat, dachte ich mir, wäre es doch mal an der Zeit, die Formate abzuändern. Deshalb heißt jetzt nicht mehr, wer würde eher, sondern wer würde am ehesten. Ne? Okay. Ist klar, nice, oder? Gut. Absolute wir sind hier im Crew-Nua. 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 Wir machen Ufo-Nua. 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 Ufo-Noir! Das ist Januar und Ufo, versteht ihr? Ja, damit wir Ufo viel miteinander machen. Noir, wie schwarz. Wie Légère. Légère, Léder. Marie Légette. Der liebe Ilja hinter der Kamera wird uns jetzt ein paar lustige Fragen vorlesen. Hi, Il. Hi. Ihr kennt euch? Ja, gut. Falls ich zwischen den Aufstoß und der Wasabi rieche, da habe ich nichts mehr zu tun. Das stimmt, das stimmt in der Wasabi. Dankeschön. Ilja. Nasabi. Schöne Lasagne. Am besten ist einfach mal beide in den Mund halten. Leute, ihr liebt Wer würde eher bei mir, deshalb habe ich mir gedacht, spielen wir es heute in einer Brother-Sister-Compilation. Denn Jody und Freddy, Geschwister und ich als Boyfriend mittendrin, von beiden natürlich. Ne? Richtig interessant. Ja, Thomas bearbeitet mich wieder richtig schön am Hintergrund. Ist jetzt auch egal. Ilja, guck dir das ab, wir brauchen das für unsere Videos. Das ist wichtig. Beginne gern mit der ersten Frage. Down-Syndrom, Mann. Wer hat am ehesten Down-Syndrom? Jody. Freddy. Jody. Ja, okay. Muss man nicht groß erklären. Will ja schön laut ins Mikrofon schreien. Ja. Wer würde eher... Verdammt. Wer würde am ehesten mit einem Fan ein Verhältnis haben? Boah. Jody. Freddy. Drei. Immer wieder. So. Eigentlich zählen wir ja hoch. Drei, oh, zwei, eins. Jody. Freddy. Eigentlich keiner von uns, oder? Hä? Ja, Freddy, auf jeden ist doch schon, Fall. Du warst ein übelst krasser Fan. Ich war von Jody Fan. Ja. Nee, Jody war von mir Fan. Also... Was? Boah, was? Jody. Hä, das hat doch gar keinen Sinn. Finde ich auch. Du hast voll das komplett recht. Nee, warte, dann vielleicht alles richtig. Ah, ich... Nee, weil ich war, hab mal mit Jody... Ich hab mal mit Jody ein Verhältnis gehabt. Haben wir das gehabt? Moment mal, ihr seid keine Freunde. Hä? Du bist nicht der Bruder? Nächste Frage. Wer würde am ehesten den Kamin an Weihnachten anmachen, damit der Weihnachtsmann verbrennt? Okay. Oh, drei, zwei, eins. Weil die Außen wie der Weihnachtsmann... Sag nicht immer das Gleiche! Spiel ja, richtig mit! Das stimmt tatsächlich. Ich sag Jody. Ich sag ich, weil ich hasse Leute in meiner Wohnung. Aber Freddy sieht aus wie der Weihnachtsmann und er will den Job haben. Das stimmt, du hast so rote Faustbecken. Ich hasse einfach Leute, die in meine Wohnung einbrechen, deshalb will ich die anzünden. Echt? Du hast das? Ja. Ich finde es nicht gut, wenn jemand bei mir einbricht. Schade. Na gut. Nächste Frage. Wer würde am ehesten an einem anderen Po riechen? Ja, okay. Wir müssen 3-2, Jody. 3-2-1. Hört doch mal auf, ihr beiden jetzt. Das ist total witzlos, so ihr Affen. Mann, es reicht. Was spielt euch ständig mit. Ich bin auch noch ein Teil von diesem Format. Das ist mein Kanal, warum, verdammt nochmal. Du liebst auch die ganze Zeit dich selber. Ja. Was ist ich will auch immer erklären, warum ich das machen würde. Und zwar, stell dir vor, du siehst so einen Po, der gefällt dir. Und dann kommt es zu Intimitäten. So, da musst du natürlich gucken, riecht der irgendwie. Dann gehst du hin und schnüffelst. Ja oder nicht? Okay, nächste Frage. Oh. Wer würde am ehesten Bi sein? Boah. Special Frage. Wer würde am ehesten Bibi sein? Bibi. Oh, Bibi sein, da würde ich machen. Okay, gut. 3, 2, 1, go. Ich glaube, Jody. Ich weiß nicht. Du würdest Bi sein? Ich? Aber nur dann im Dreierpack mit Jody oder was? Und ja, das ist dann aber nicht Bi. Nee? Nein, das ist nee, natürlich bisexuell nicht. Bisexuell heißt, wenn du eine romantische Beziehung auch mit dem gleichen. Dann Jody auf jeden Fall. Weil Jody hat schon so viele Frauen geküsst und ich mach mir da manchmal Sorgen, das aber stimmt, ist deine Schwester so. Ich sag geil. Freddy, weil der hat lange Haare. Stimmt. Du siehst schon aus wie eine Frau mit Bart. Du siehst schon aus wie eine russische Frau. Aus Kasachstan mit Bart. Bria Zucker, kuss mich! Deswegen will mich Petrit doch immer küssen, wenn er mich sieht. Das kann gut sein. Seht ihr? Petrit spürt die Vibes und er weiß, dass Freddy ist. Nein, er spürt das Vibe. Oh. Der. Ja, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, also bei Jody, keine Ahnung, die ist einfach bisexuell. Fertig. Outing jetzt hier, so, fertig. Okay, echt? Nächste Frage. Wer würde am ehesten... Ich find's geil eigentlich, ja. Okay. Wer würde am ehesten Paluten heiraten? 3, 2, 1. Saudi Arabi Money Jody. Ich vermisse die Zeit der Chaos WG, wo wir zusammen duschen gegangen sind. Ach, als ihr seid niemals zusammen duschen. Baden waren wir, du weißt. Das stimmt. Immer mit der Ente. Ich kann das verstehen, aber bei Jody ist einfach so ein Ding, die wird dann. Also erstmal hat man ausgesorgt, wenn man bei Patrick nur in die Nähe kommt. Ja. Das schmeißt nur noch mit Geld um sich. Das stimmt. Das ist so, ja genau, goldene Hand auf einmal. Das ist wie so ein Esel, der Gold kackt, nur der packt sie an und macht. Stell dir vor! Wer würde am ehesten den wichtigsten Termin seines Lebens vergessen? 3, 2, 1.
Es ist Jody. Es ist immer Es ist Freddy. Du, Freddy, ganz ehrlich, wir wissen alle, wie krank verpeilt du bist. Hä? Ich, wenn es wichtige Termine sind. Heute Morgen, ich wiederhole. War wichtig. Eigentlich schon. Ja, wir haben gesagt, 9:30 treffen wir uns im UFO, Freddy. Gerade mal, wenn du spät kommst, hab mal schlafen. Wann war er hier? Um 9:05! Sogar Paluten war vor dir da. Das stimmt. Das und sogar echt, Dena. Das ist echt. Und Izzy. Dena hat noch kurz Getränke geholt. Aber. Dena war sogar noch kurz am Kiosk Getränke geholt und kam pünktlicher als du, Alter. Und ich war wann hier? 5:30. Ja, richtiger Alpha-Almann, Alter. Ich bin so ein Deutscher, die alte Alter. Alpha-Kartoffel wieder am Start. Alpha-Kartoffel, pünktlich um 5:10 hier, 5:30 hier. Sitzt ihr schon mit Kaffee? Ach, wo bleiben die Jungs? Wer würde am ehesten einen Monat nur rohes Essen essen? Also quasi Rohkost-Diät. Ich glaube, ich sag Jody. Ich find's super interessant. Hast du wieder diese? Was denn? Ich spiel einfach nur mit dir selber spielen. Ja, ihr beide spielt mit euch beiden und ich spiel alleine. Das ist so traurig, was soll ich machen? Thomas kann einfach Splitscreen machen. Ich fänd's echt interessant, das mal zu probieren. So, frische Gürtchen, Äpfel. Ist Joghurt Rohkost? Nein. Joghurt ist komplette Rohkost. Joghurt ist ja. Milch kannst du auch viel trinken dann in den Sand. Ist Milch Pastor Bubel? Pastor, mit dem Pastor. Wer würde am ehesten zu Doggy abgehen? Okay. 3, 2, 1. Mann, Leute! Du doch auch! Was willst du? Ja, ja, aber es ist ja so, ich liebe den Song. Zeig mal, wie du zu Doggy abgehen würdest. Warte. Doggy, gib's mir Doggy. Wer würde am ehesten aus Palutens UFO-Zimmer nochmal ein Bällebad machen? Oh, boah, der Meister. Ganz klar, die Meisterin in Person. Ja, Mann. Jody würde, glaube ich, ja. Oder andere Bälle. Dann kann ich echt mal einen Vlog machen, weil ich die ganz cool was mache. Ach, scheiß drauf, ich mache einfach auch wieder mich. Weil, klick. Wer würde am ehesten das Blatt mit dem Namen, wer würde eher falsch herumhalten? Okay, 3, 2, 1. Haben wir alle den Gag jetzt gebracht? Sollen wir einfach nicht drüber reden, sondern weil wir alle den Gag gebracht haben. Ich mach's noch besser. Oh, schön. Wer würde am ehesten 24 Stunden nur in einem kleinen Raum mit Dena verbringen? Dena! 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 Bist du bereit? Bist du bereit für den neuen Monat? UFO Noir! UFO Noir! Also wir spielen jetzt Wer würde am ehesten? Nicht mehr Wer würde eher, sondern Wer würde am ehesten? Bei neues Jahr, neues neue Jahr, Formate. Neue Formate. Felix, wir haben überlegt, Wer würde am ehesten? Das ist die Revinzeit-Qualitätsoffensive. Ja. UFO Noir! Erstmal jeden Tag ein Video, reden wir weiter, okay? Also, Felix, ich mache jeden Tag mehrere Videos. Das kann man nicht Video nennen, okay? Also, wir haben gerade überlegt, Wer würde am ehesten 40 Stunden mit dir in einem Raum verbringen? Und dann hat Freddy gesagt, Jody. Weil ihr euch Hass, mögen aber eure Partnerin euch gegenseitig. Das heißt, Jody liebt dich und Kati liebt eigentlich Revi. Sicher, dass Kati nicht Revi hasst? Ich glaube auch. Ja. Also auf Twitter ist es relativ eindeutig. Ja. Hast du immer noch deine Farben da eingestellt auf Sound? An wem würden die Nachbarn am ehesten sauer sein? 3, 2, 1. Freddy. Ja, Freddy. Weil Jody ist so oft hier. Elia, nächste Frage. Ich mir auf die Miete bezahlt. Was macht das für einen Sinn? Wir haben würde am ehesten eine Woche mit Tanzverbot Frage. In den Urlaub fahren. Boah. Oh. Okay, 3, 2, 1. Jody. Freddy. Hä? Die beiden spielen wieder mit. Ach, das ist scheiß auf die zwei. Ich würde eine Woche mit Tanzverbot in den Urlaub fahren. Sagst du auch? Ja, für Klicks wirst du es machen. Ich mach alles für Klicks. Tschüss, Dena. Tschüss, Dena. Nächste Frage. Wer würde am ehesten beischlafen mit 60 Kilogramm Hack vollziehen? Oh, mach die doch schon jeden Abend. Von daher alles gut. Du 3, bist 60 Gramm Hack. 2. Freddy, das macht gar keinen Sinn. Wie soll ich das machen? Was soll also ich da? Also soll ich dir das jetzt zeigen, oder soll, was? Soll ich mir das Hack reinschieben? Ich weiß nicht, was? Wie du das jeden Abend machst. Aber irgendwie kriegst du es ja hin. Oh, nice! Das ist Lauch, kein Hack, Alter. Schön, nice. 2018 fängt echt scheiße das an. Das ist lustig. Das ist fucking funny. Ich würde sagen Freddy, weil der ist doch alles egal. Wer würde am ehesten seine Fans anspucken? 3, 2, 3, 2, 1. Ich musste mich nochmal in letzter Sekunde umentscheiden. Das ist doch alle, Mann! Es ist immer das Gleiche!
Was hast du gesagt, Revi oder? Ja, wenn die hier vom UFO stehen, spuck ich die an. Alle. Nee, Freddy macht das am ehesten. Der wird immer am wütesten, wenn die Leute kommen zum UFO. Ich bin absolut gechillt. Du bist immer am wütesten. Ja, aber früher nicht. Ja, ich war am Anfang echt aggro. Aber und dann auf der anderen Seite muss man auch wirklich sagen, bei Jody ist es einfach so ein Fetischding, dass sie auf Leute spuckt. Ja. Ja. Stimmt. Wer würde am ehesten ins UFO einbrechen, weil er seinen Schlüssel vergessen hat? Ja, Jody. Jedes Mal kommst du hier rein und lässt sie irgendwie von einem aus. Oh Mann, das ist echt witzlos mit euch beiden. Tschüss Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Bei 40.000 Likes. Machen wir das nochmal und dann nehme ich immer mich und Freddy immer Freddy. Genau. Okay. Nein, sag was Krasseres, damit ihr 40.000 Likes bekommt. Ach so. Beim nächsten Mal gehen wir alle einfach weg. Ein Eis essen. Eis essen. Wenn ihr 40.000 Daumen nach oben macht, gehen wir Eis essen. Ja. Alle zusammen. Machen ein Video davon und spielen dann Spiel das nochmal. In der Eisdiele. In der Eisdiele. Super. Dann nehmen wir auch den Kellner dazu. Vielleicht bringt er uns auch Waffeln zum Essen. Das war's von diesem Video. 2018 hat schlechter gestartet, als ich dachte. Wer denkt auch, dass wer es würde reicht. Denken, dass es so gestartet ist? Es reicht. Hat, auf Wiedersehen, macht's gut und schaut bei Sturmwaffel und Jody vorbei. Und bei Ilja und Dena. Schaut bei Ilias Instagram vorbei. Ach, scheiße. 30.000 Follower. Auf Wiedersehen. 1000? Ja, 1000 wäre geil. Tschüss, ich brauche auch nur noch 8000. Halt's Maul, auf Wiedersehen! Ja, die kommen einfach nicht.